Hier hat alles begonnen. Ich kann auch hier schlafen. Geh mit mir. Ich zeige euch die Kabine vom Rhein. Also Jungs, kommt hier mit mir. Habe ich hier alles angefangen. Ich habe hier in der Nähe, hier im Zentrum von São Paulo, das heißt Santa Cecília, Vila Buarque, habe ich hier angefangen zu spielen. Also fast jeden Tag war ich hier. Meine Eltern hat immer geschimpft, die Tante hat geschimpft. Wo bist du, Paulo? Wo bist du? Ich war in der Schule, in der Platz ein bisschen zu spielen und so. Und ich glaube, ich kann sagen, ich habe hier fast 2-3 Stunden Fußball zu spielen mit den jungen Freunden und habe ich viel Spaß gemacht. Ist nicht viel geändert, weil ich bin ein bisschen älter schon geworden. Aber trotzdem, schau mal, die Jungs kommen hier auch Fußball zu spielen und ich hoffe, könnte auch die Jungs in Zukunft auch ein Fußball werden. Aber ich frage mal für die Jungs. Quem foi? Agora toca vocês. Vamos lá, então vai. Tô com 50 agora, cara. É. Hã? Não, com só que eu peguei a minha infância. Das ist unglaublich. Ich habe jetzt für die Kinder gesagt, ne? Die Kleine, der hat 10 Jahre alt und ich habe ihm gesagt, ne? Von hier hat er einen Weltmeister Hausaufgabe. Aber das ist das Leben, ne? Manchmal weißt du nicht, was passiert in die Zukunft. Aber trotzdem, die Ernährung ist immer da. Ich mag immer hier zu kommen. Und mal schauen, was passiert, wie die Jungs steht. Und deswegen wollte ich euch hier bringen, weil hier hat alles begonnen. Ich kann auch hier schlafen. Wir sind in Zentral, ne, von São Paulo. Gibt es diese Mischung, die reicher Mann, die weniger, die armer Mann. Und gibt es viel diese Mischung, die Mittel auch. Und das ist eine Area, wo früher waren nicht so viele Leute. Also bin ich hier in die Area geboren, zum Fuß 15 Minuten. Und mit 7, 8 Jahren war ich immer hier. Bis 13 Jahre, wo habe ich bei Corinthians angefangen. Habe ich viel hier gespielt. Wir haben eine gute Familie, ne? Wir haben nicht so viel Geld, aber trotzdem das Leben, wir haben genutzt. Und für mich war es sehr wichtig, weil man braucht nicht so viel Geld, um ein gutes Leben zu haben. Und das war für mich, wir haben genug. Und mit diesen Freundschaft mit den Jungs und so, das war für mich die wichtige Sache. Diese Familie, diese Freundheit war sehr wichtig für mich. Und mit den Jungs, ich war in der Schule, manchmal komme ich direkt von der Schule hierher, Fußball zu spielen. Die Eltern, meine Mutter war sehr sauer. Wo bist du, Junge? Wo warst du? Und so. Aber Fußball für mich war immer die große Sache in meinem Leben.
Wow. Ich zeige euch, wo habe ich angefangen. Ich habe immer von dort, wo wir waren, hierher mit dem Metro oder mit dem Bus gefahren. Hier bei Corinthians, Neujahr. Ronaldo hat hier gespielt. Zu Ende. Belezinha? Tudo bem? Opa, e aí? Tá bom? Bem com você? Como é que tá? Tá belezinha? Bem, tá bom. Um abraço. Obrigado, viu? Wie habe ich für euch gesagt, bei Corinthians habe ich alles angefangen. Mit 13 Jahren alt habe ich bei Corinthians gespielt. Und ich zeige euch, hier das, diese Tor ist, wo habe ich immer gewartet. Habe ich hier gewartet, die Tor offen ist und dann bin ich durchgelaufen, weil hier war nur Ascheplatz. Nur Ascheplatz. Geh mit mir. Schau mal, jetzt ist Tennisspiel, früher nicht. Habe ich hier viel gelaufen, durchgelaufen, zurück zum Training. Hier ist ganz neu. Hier war alle Ascheplatz. Diese Tribüne, nichts, ganz neu. Da drüben war auch Ascheplatz. Und da drüben, wo kannst du mal schauen, da war die Kabine. Dann haben dort die Klamotte gewechselt, bevor die trainieren. Und kannst du mal schauen, die Profi, der war ganz da drüben, kannst du hier von hier nicht sehen. Aber von hier habe ich alles angefangen. Das war immer so, ich gehe in die Schule, ne, mittags. Nach der Schule habe ich hier mit dem Bus oder Metro gefahren, das eineinhalb Stunden gedauert, hierher zu kommen von zu Hause. Und bevor habe ich ein bisschen mit den die Freunde, die anderen Spieler ein bisschen Volleyball gespielt, weil wir müssen zum Beispiel, ich glaube, war um 15 Uhr im Training. Ich habe immer vorher gekommen und nach dem Training haben wir immer zum Fuß, zum Metro gefahren. Das ist, glaube ich, 3-4 Kilometer von hier. Und da haben wir mit dem Fuß gefahren. Wir haben ein Brötchen gegessen mit den Jungs und da zum Metro gelaufen. Aber das war zu Beginn mit 13 Jahren bis 18 Jahre alt, wo danach war ich bei Profi. Also sind 5 Jahre bei Ascheplatz zu trainieren, habe ich noch nie Probleme im Knie gehabt, keine große Verletzung gehabt in meiner ganzen Karriere. Und ja, schauen die Spieler heute, die hat alles die Möglichkeit, neue Schuhe, guter Platz und so viel Verletzungen. Manchmal habe ich ohne Schuhe gespielt, weil wenn die Schuhe kaputt ist, meine Mutter hat nicht anderes gekauft. Dann habe ich ohne Schuhe gespielt und ab Sache habe ich Spaß gemacht. Ich zeige euch die Kabine. Komm rein. Schon lange her, ne? Ich war so jung. Ich wollte euch zeigen, die erste brasilianische Meisterschaft. Wir haben gewonnen hier. 1990. Das ist der erste Pokal, wo habe ich bei Corinthians gewonnen. Das war der erste Titel brasilianisch Pokal von der brasilianischen Meisterschaft. Und das war der erste von Corinthians. Schau mal, wie groß ist. Nur 3 Spieler könnte den tragen. Nur. Eine alleine geht nicht. Schafft er nicht.
Vambora. Quem mais? Hi Jungs, herzlich willkommen hier bei Arena Transformados. Es ist meine Gemeinde hier und passt jetzt 500 Leute. Jeder Donnerstag und Sonntag, das sind alles voll. Ich bin hier fast drei, vier Mal in der Woche. Aber wir haben den Bibelkreis jeden Donnerstag und Sonntag mittags. Und hier erzähle ich für die Leute wegen der Bibel, wann die Bibel steht und was die Gott für uns getan hat. Der Ball ist schlecht. Wir haben diesen Raum gemacht, weil nach dem Bibelkreis und dann haben die Möglichkeit, auch die Eltern mit den Kindern ein bisschen in der Nähe zu sein und wir hier ein bisschen zu essen. Und wenn die Eltern zu essen ist, die Kinder spielen ein bisschen hier. Und ich habe immer gesagt, die Kinder müssen Spaß haben. Und dann brauchen nicht so viel erzählen, die müssen Spaß haben, die machen alles, was sie können und wir interferieren nichts. Hier, wir haben für die Kids. Die Kids bleiben hier jeden Donnerstag und Sonntag, wie habe ich gesagt. Die Eltern sind unten und die Kids bleiben hier oben. Also hier oben ungefähr, wir haben 70, 80 Kinder. Und die Lehrerin, die spricht für die Kids über die Bibel, was steht in der Bibel. Und für mich, das ist sehr wichtig, weil das ist die große Möglichkeit, diese Kinder weg von der Straße zu holen. Und diese Kinder haben eine neue Zukunft und ein neues Leben. Das ist unser Wunsch. Wir haben hier als arme Kinder, harsche Kinder und können zusammen gut zu leben. Und diese Mischung ist sehr wichtig für mich. Dieses Bild hier ist von 2000. Nach dem Spiel gegen Werder Bremen, wo habe ich ein schönes Tor gemacht. Also hier in meinem Büro, hier bin ich fast die ganze Tage. Ich versuche hier auch für die Prediger zu konzentrieren und zu beten. Und ich rede auch mit den Leuten hier. Habe ich viel Termin, dann wir bleiben hier und ich wollte euch etwas zeigen. Hier ist mein Buch, meine Autobiografie. Vielleicht können wir in Zukunft auf Deutsch machen, weil das sind die Geschichte von meinem ganzen Leben. Ich wollte auch euch zeigen, die Trikots, wo haben wir hier. Hier ist Corinthians, ne? Der erste hier ist Corinthians. Wo habe ich angefangen? Mit 13 Jahren alt. Bei 18 Jahren war ich bei Profi. Danach war ich in Novo Horizontino, wo bin ich ausgeliehen für ein Jahr. Dann komme ich zurück nach Corinthians. Und von Corinthians gehe ich nach Leverkusen. Das war 1993. Das war meine erste Jahre in Deutschland. Das war eine schöne Zeit, super Zeit. Ich habe in Leverkusen 4 Jahre gespielt. Und das war immer mein Wunsch, in Italien gespielt. Und habe ich bei AS Rom gespielt. Das war eine super Zeit. Das war eine super Mannschaft mit Totti,
Aldair, Candelá, Kunzel, Cafu, Vafila Spieler da. Und dann habe ich 2 Jahre Vertrag gemacht. Und nach einem Jahr habe ich verlängert für noch 2 Jahre. Aber mein zweites Jahr kommt bei München. Dann kommt der Uli und Rummenigge in Rom. Und die Angebot war da. Und ich habe sofort gesagt ja. Und dann habe ich nur die Hand für die beiden gegeben und klar gesagt, das habe ich auch früher gelernt in Deutschland. Wenn du die Hand gibst, das ist schon fest. Und eine Woche später kommt der BVB auch zum Angebot, um doppelt zu zahlen als Bayern. Ich habe ihm gesagt, ich habe meine Worte gegeben, ich habe die Hand gegeben und dann gehe ich nach München. War immer mein Wunsch, die Champions League zu spielen, zum Champions League zu gewinnen hat. Und dann kommt mein Transfer von AS Rom nach München. Also war für mich der wichtige Moment, weil war immer mein Wunsch. Und haben wir geschafft, 2001, nach 25 Jahren, wieder Champions League gewinnen hat. Das war schön. Ich habe immer gesagt, ne, nach dem Elfmeter verschossen, ich habe viel gebetet für Köln. Und nach dem ersten Gehalt von denen, dann war ich ein bisschen locker schon wieder. Aber trotzdem, das war immer mein Ziel, die Champions League zu gewinnen. Und mit dieser Truppe, wo haben wir gehabt, das war eine Truppe sehr emotionell. Wir haben so viel getan, um diesen Moment zu haben, weil 1990 haben die Jungs verloren. Aber trotzdem, wir haben geschafft nach 25 Jahren. Und hier, klar, das ist der große Moment von meiner Karriere. Das war Nationalmannschaft 94, wo wir haben auch gewartet 24 Jahre. Nach 24 Jahren waren wir wieder Weltmeister und mit einer Truppe fantastisch. Und also, ich muss Gott zu bedanken, weil der Weltmeister war. Gott bedeutet alles für mich. Gott hat für mich viel getan, all diese richtigen Weg zu gehen und wegen diesem richtigen Weg habe ich alles gewonnen. Meine Zeit in Deutschland war, dann habe ich von Bayern gehört, wie groß Bayern war und daher habe ich immer in meinem Traum bei Bayern zu spielen. Ich bin sehr froh, ich bin geschafft. Ich sage immer, nach 14 Jahren ich habe ich eingeladen von DFL, Botschaft von DFL zu werden und bei Bayern München auch Botschaft zu sein. Also das war die richtige Entscheidung. Also, die Vereine, wo haben für mich die Arme gegeben. Und das wollte ich immer dankbar sein. Das war's. Danke, mit euch zu sein und euch alles gezeigt. Tschüss. Wir sehen uns. Hier hat alles begonnen. Ich kann auch hier schlafen.